Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit ein paar krassen Neuigkeiten. Und zwar, Celebi kommt endlich. 20. ist es soweit, dann kommt Celebi. Wahrscheinlich am Montag dann, um 22 Uhr, so wie immer, fängt es dann an. So, schauen wir uns mal an, was Niantic so geschrieben hat. Weil, also es kommt nicht nur Celebi, es kommen auch noch ein paar andere Sachen. Aber was genau, das wissen wir gar nicht. So, 20. August, Celebi. Spezielle Research, die weltweit erhältlich ist. Okay. Für das Erfüllen der Aufgaben bekommt man EP. Nützliche Items, steht hier. Das klingt schon mal gut, nützlich. Und es gibt sogar bestimmte Pokémon-Belohnungen. Bei der Safari-Zone in Chicago gab es ja zum Beispiel Metagross. Also ich denke mal, wir kriegen auch sowas ähnliches, wenn nicht sogar die gleichen. Was ziemlich cool ist, wildes Metagross. Als Beispiel, es gab noch andere Sachen. Dann noch ein Hinweis, und zwar kann man mit der Celebi-Quest anfangen, wenn man mindestens ein Drittel der Mew-Quest erfüllt hat. Und das Interessante, man kann dann beide gleichzeitig erfüllen. Falls da irgendwelche Quests überlappen, irgendwelche Aufgaben. Und für alle, die in Chicago bereits Celebi gefangen haben, die können die Quest natürlich trotzdem machen und kriegen dann noch mehr Celebi-Bonbons. Das finde ich, hat Niantic echt gut gelöst. Und dann, durch die Anwesenheit von Celebi, soll es auch mehr Johto-Pokémon geben. Und da gibt es wieder bereits Gemunkel, ihr wisst, die Straßen munkeln immer. Irgendwas mit Incognito, irgendwas mit Skagaborn. Wir werden es sehen. Ich denke mal einfach nur erhöhte Johto-Pokémon. Ein paar neue Items im Shop. Celebi T-Shirt, dann Hard Gold und Soul Silver Sachen werden freigeschaltet anhand deiner Johto-Medaille. Ich denke, ich muss das dann mal freikaufen. Ihr wisst, checkt den Stream ab, da habe ich alle Klamotten gekauft, abgesehen von zwei. Das waren Mystic Pullover und ein Wailer Pullover. Ja, und an sich war es auch schon mit den Neuigkeiten. Kurz und knapp, Celebi am 20. August, 22 Uhr wahrscheinlich. Wir sind sicher live am Start, wenn es losgeht. Also schaut vorbei. Ich denke, jetzt dann sind wir auch nochmal live. Also schaut da auch vorbei. Und ja, Celebi Hype, unten in die Kommentare. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Oh, yo, stopp. Bevor wir uns verabschieden, dadurch, dass Celebi jetzt am 20. kommt, alle dachten ja, dass Celebi nach der Safari-Zone in Japan erst erscheinen wird. Dadurch, dass er jetzt schon kommt, heißt es, die Ultra-Belohnung ist nicht Celebi. Es gibt ja nach allen drei Safari-Zonen, wenn alle drei stattgefunden haben, eine Ultra-Belohnung. Und jetzt wissen wir garantiert, es ist nicht Celebi. Das heißt, auch da gibt es verrückte Theorien, Gemunkel, ein Mew Today und dies, das, aber... Wir werden es sehen. Aber schon krass. Celebi ist nicht die Ultra-Belohnung. Das war's jetzt von mir. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.